Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid, hier im Fackelschein, allein daheim, bei Red Moon Survival. Und ja, wir haben es 19.50 Uhr, schlafen will er gar nicht, sehe ich gerade, aber Hunger hat er. Das heißt, ja, letzte Folge, er ist immer ja noch schön hier drüben über den See gefahren mit dem Moped und haben das auch noch geschrottet gegen Baum dann wieder am Ende, ach Mensch. Und sind ein bisschen auf Loot-Tour gewesen, einfach so, und haben rausgefunden, dass wir hier selber Kabel herstellen können, aber mir fehlen da noch so ein paar Sachen. Was war das? Werkzeuge? Nein. Materialien? Kabel? Wir brauchen dafür Kupfer? Plastik habe ich und Dosen. Das heißt, der hat ja eh Hunger. Also, dann darf er gleich mal eine Dose essen hier. Einmal. Oh, ist schon fast satt. Dann hauen wir noch eine rein, dass er richtig satt ist. Die finden wir ja auch ganz gut, die Dinger. Und die sollten wir uns jetzt hier irgendwo mal ein bisschen bunkern. Na, da, wo ich noch Platz habe, wenn es geht. Ja, hauen wir die mit hier rein, oder was? Ja, würde ich sagen. Die packen wir hier nach rechts. Mal gucken, wie viele da stecken. Aber wir schmeißen die jetzt erstmal nicht mehr weg, wenn wir da gegessen haben. Okay. Und wir werden jetzt pennen und dann Richtung Händler fahren. Mal gucken, was wir da noch so alles kaufen können, was wir unterwegs noch für Kohle machen. Ich habe mir ein bisschen umsortiert hier noch am Ende der letzten Folge. Wir hatten ja gespeichert und dann hatte ich mich verabschiedet von euch. Dann habe ich mir hier noch die Nestproben rein ins Inventar getan. Die haben ja 490 Wert. Ist ja mega gut. Und dann gucken wir, was wir noch unterwegs so ein bisschen looten. Und wir können unsere Waffen jetzt dann doch reparieren. Das geht. Aber das zeige ich euch dann, wenn wir wieder zurückkommen, wenn ich die gebraucht habe. Wenn dann niete ich mal ein paar Zombies um. Dann geht das. Ja. Wie das funktioniert, ist auch ganz simpel. Einfach auf den Amboss legen und manchmal will er ein bisschen was haben zum Reparieren. Metal Scrap oder so ein Kram. Und das geht mit dem Steinhammer. Also das ist ja schon heftig. Ihr seht ja unten bei mir im Inventory, die MP5, die war ja ziemlich lediert. So dreiviertel gut nur noch. Die ist wieder ganz. Genauso wie die 44 oder 45. Was ist das eigentlich? Also es ist nur ein Revolver. Steht nur Revolver? Steht noch mehr, wenn ich da hingehe? Ja, ist eine Magnum, würde ich sagen. 357 Magnum, ja. Ja. Okay, aber jetzt erstmal schlafen mit F, nicht wieder mit F1, dass ihr wieder sonst wie lange warten müsst. Ja, dann pennen wir mal 8 Stunden, komm. Schlaf ist wichtig, 8 Stunden am besten, das tut gut, sind wir frisch. Und ich hoffe, das Spiel auch. So, wie spät haben wir es denn jetzt? 6 Uhr morgen, das ist doch schön. Geht auch gleich die Fackeln aus. Aber wie sieht es aus mit was zu trinken? Da können wir Cola aus Leser. Oh, ich habe gar keine Cola. Ja, dann nehmen wir uns jetzt eine Cola mit. Ich habe hier vorne die Kisten übrigens hingetan. Das sind so die Händlerkisten, wenn es dann mal so weit ist, dass wir Fahrzeuge haben und mehr mit reinpacken können. Dann nehme ich mir das da raus und dann verklopfen wir das, was hier drin rumdümpelt. Aber jetzt trinken wir erstmal Cola, dass der keinen Durst mehr hat, die Energie aufgeladen ist und dann starten wir Richtung Händler. So, das müsste reichen. Ja, das sieht gut aus. Die leeren Dosen können wir, glaube ich, auch gar nicht gebrauchen. Und was auch witzig ist, schaut mal her, wenn ich mit dem Motorrad interagiere, um Reifen zu reparieren, das habe ich nämlich auch gemacht. Guck mal. Jetzt ist kein Reifen mehr dran. Das finde ich ganz witzig, dass der das gemacht hat. Ich meine, das Motorrad schwebt zwar so, ne? Aber dass es überhaupt so ist, dass die Reifen nicht einfach dranbleiben und das ist ja ganz witzig. Finde ich ganz gut. So, wir haben einen Ersatzkanister mit dabei. Wir haben noch dreiviertel vollen Tank. Naja, dann im Morgenrot springen wir zum Händler, wo uns zwischendurch der Zombie droht. Ja, mit dem haben wir ja geboxt. Über das Wasser gefahren sind wir ja auch noch. Ach Mensch, dieses Spiel. Es geht nicht gegen Baum. Oh, ein Reh. Naja, jetzt nicht. Ich glaube, wenn man hier jagen will in dem Spiel, ist das auch so ein bisschen angepasst. Man sollte das dann frühs machen und abends. Wie die Viecher in echt halt auch unterwegs sind, ne? So, unser Mega-Loot-Fahrzeug. Jetzt hat er wieder gewechselt auf den Revolver. Der bringt mir ja gar nichts, obwohl keine Munition dabei ich hält. Das ist ja dämlich. Können wir den noch rauspacken? Die Schrotflinte, jawohl! Da ist er endlich! Oh, wie lange habe ich auf die gewartet? Haha, und ich habe keine Schrotmunition dabei. Mist! Ist egal, die wird nicht verkauft, die behalte ich auf jeden Fall. Das ist ja genial. Das freut mich jetzt mega. Dann nehmen wir so als Ersatzpistole die da hier mit rein. Geil! Eine Schrotze und ein bisschen Tank-Equipment, Füllung, Gedöns, dass wir weiterfahren können. Hier ein bisschen Sprit, schön. Die Dinger, die, ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich zerlege das jetzt mal, weil da kriegt man nämlich, wie ihr sehen könnt, hier Eisenbarren und einen Werkzeugkasten. Ist ja auch nicht schlecht. Und das deckt wieder. Boah, ja, Scrap-Metal, alles mitnehmen.
Und genau, ich glaube, ich hatte euch damals nicht in der letzten Folge, aber die Folge davor, wo alles eigentlich im Bach runterging, hatte ich doch gesagt, ich wollte euch mitnehmen, wenn wir uns eine Eisenspitzhacke machen. Das machen wir auch, vielleicht auch noch die Folge, mal gucken, was man da, was die da, was da, was er dafür will. Da kann man wahrscheinlich damit zwei, dreimal klopfen auf den Stein, dann das Zeug holen, also die Ressourcen abbauen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, von der Stadt weg. Ich glaube, da sind wir hier richtig auf dem Weg. Komm, drauf da. Und dann nehmen wir geradeaus. Nest. Oh, es gibt ein Nest übrigens auch. Da können wir ja ein Nest ausbrennen. Ist das auf dem Weg vielleicht sogar? Lasst uns mal gucken. Übrigens, springt nicht, fahrt nicht so schnell über solche Hügel. In der letzten Folge habe ich da so richtig schön Crash gebaut mit dem Motorrad. Ja, das ist dann manchmal echt dumm, wie ich mich anstelle. Ja, Motorradfahren kann ich halt, ne? Jetzt gucken wir mal. Die Nester sind auch manchmal so dämlich versteckt hier unter diesen Bezeichnungen, dass man sie nicht sieht. Ja, eins muss hier irgendwo sein. Irgendwo soll hier ein Nest sein. Vielleicht ist es ja sogar auf dem Weg. Da oben. Da ist es. Das meine ich. Das ist echt ein bisschen bescheiden. Die sollten hier drüber sein. Also bei der Gas Station, da fahren wir jetzt mal rein. Das Nest brennen wir gleich aus. Das ist da oben. Dass die hier gar nicht erst hier Oberwasser kriegen. Nö, 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 nö. Zum Glück muss man die selber schalten, ey. Bisschen langsamer machen hier. Upp. Stehen schon parat, die Jungs. Wie ihr sehen könnt, da oben. Steigen wir mal ab. Ich glaube, ich sperre den. Komm. Lautlos, still und leise kommt der Pfeil, der Speer von hinten. Also ich finde den Speer echt gut. Also so, wenn sie einzeln nur da rumeiern. War noch aber zwei. Ich habe doch zwei gesehen. Jetzt den anderen schon wieder verjagt, ist schon wieder weggerannt. Das Nest muss hier irgendwo sein. Ja, wir bewegen uns drauf zu. Sind in der Station drin wahrscheinlich. Ich war doch auch noch ein Zombie draußen. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich habe doch zwei gesehen hier eben. Der andere schon wieder in Richtung zu mir gerannt und wollte mich angreifen, hat sich dann anders überlegt, weil er Chuck Norris erkannt hat. Kann sein. Wie auch immer. Wahrscheinlich haut er mir gleich von hinten auf den Dez hier. Ich dachte, ich hätte den jetzt gehört. Oh, den nehmen wir mit. Da, und jetzt können wir das nämlich auch stecken. Das ist gut. Und das müssen wir auch mitnehmen. Den Plastikmüll, den brauchen wir nämlich für Kabel. Ah, da draußen rennt einer rum. Ja, der startet jetzt. Da ist das Nest. Der startet jetzt gleich wieder und rennt wieder weg. Nach oben. Ich sammle mal hier noch schnell ein. Flaschen und den ganzen Kram. Flaschen verkaufen wir auch nicht. Die nehmen wir mit nach Hause. Die sammle ich, dass ich selber Mollys bauen kann. Molotow-Cocktails. Die Reifen, die brauche ich jetzt nicht. Da haben wir genug und die können wir ja auch ganz simpel reparieren. Ist hier was drin? Hier vielleicht? Knowledge? Komm. Wissensdurst, Stiller? Nee. Leider nicht. Das wäre zu schön gewesen. Das müssen wir uns dann halt kaufen. Und umso schneller ich das kaufe beim Händler, kann man ja Bücher kaufen zum Lernen. Dann kann ich auch schneller das bauen. Also die Elektrizitätskisten hier, um zu gucken, wie das funktioniert. Wenn das Spiel dann mal fertig ist, ist man dann bis. Oh, da war doch Metal Scrap. Das lassen wir nicht liegen. Ein Taxi, da waren wir glaube ich auch noch nicht dran. Dann gehen wir nachher ran. Bei der Bullenkiste. Hier ist keine. Ah. Komm hier, Zombie-Meister. Wo bist du? Ach, jetzt rennt er da oben rum. Die sind doch bestimmt schon wieder abgehauen. Der hat mich bestimmt wieder mitgekriegt und ist dann losgesprintet. Oh nein! Drüber gesperrt. Aber ich wollte euch ja eh zeigen, dass man die reparieren kann. Ja, da rennt sie weg. Da hat sie Angst bekommen. Ja, das ist halt das, was ich meine. Was ich schade finde. Also, die Challenge fehlt, wenn die dann ständig am Abhauen sind. Bitte, lieber Entwickler, patche das und bitte patche es so, dass ich nicht einen komplett neuen Spielstand anfangen muss. Wo ist mein Spiel jetzt hingeflogen? Das finde ich hier wieder nicht. Boah, jetzt muss ich mir einen neuen Speer bauen. Echt? Nee, da ist er. Haha. Manchmal bin ich einfach nur blind. Oh, da ist doch die Dame. Hallo, Madame. Sie haben einen komischen Gang. Ich kann Ihnen helfen. Zack. Och, du Scheiße. Wo hab ich denn die hingeworfen? Die grüne Neun. Aber der Speer, der ist ja mal mega, mega overpowered. Ein Wurf und da ist sie dahin. Die Dame. Und er ist halt lautlos. Also ich finde das Ding besser als ein Bogen. Wenn nur vereinzelt Zombies unterwegs sind, wenn sie nicht alle auf dich stürmen. So, jetzt machen wir mal das Nesterblatt. Dafür brauchen wir ja ein Feuerzeug und ein Molly. Lalala, ich bin der Zündelmeister.
Und wir springen mal über den Zaun, mal gucken, ob es geht. Was war denn das? War das jetzt das Zaungeräusch? Ernsthaft? Ich hab gedacht, hier kommt ein übelstes Monster. Oh, das Spiel. Es tut mich immer wieder aufs Neue irgendwie überraschen. Das gibt's ja nicht. Was war denn das? So, jetzt machen wir die Blatt hier. Zack. Ben soll dir, Zombies, ihr komischen. Ihr lauft ja eh dadurch das Gitter. Ich kann's nicht, ihr könnt's wahrscheinlich. Ja, ich hab's gewusst. Einer ist uns da geflüchtet, den kriegen wir nicht mehr. Ach ja. Warum, das sind noch mehr? Also die MP5 ist echt gut, mir gefällt die richtig. Aber eben, es wäre schöner, wenn sie eben ja auch was tun würden, wenn es die Challenge wäre, dass ich sie auch brauche. Im Moment ist es so, naja. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Ja, da unten ist die Nestprobe rausgefallen. Also das Nest ist weg. Das ist gut. Ja, Madame. Ja, mit einem Alkohol. Okay, die kriegt man nicht mehr. Jetzt muss ich eh wieder gucken, was ich wegschmeiße und was nicht stackt, was ich nicht brauche. Weil die Nestprobe nehmen wir mit. Die bringt richtig Kohle beim Händler. So, was haben wir denn jetzt hier? Streichhölzer können wir rausschmeißen. Die Schrofelhütte definitiv nicht. Die wird definitiv mitgenommen. Ist wieder irgendwo was, was nicht automatisch gesteckt hat. Das habe ich ihm ja mal geschrieben, ganz am Anfang, dass es cool wäre, so eine Autostack-Funktion hier, wenn man drückt. Er sagte ja auch, dass das auch noch kommen soll. Ah, wir können ja eine Granate hier runterpacken und dann können wir auch die Nestprobe mitnehmen. So. Ist da jetzt noch irgendwas hier drin? Nee, da waren wir drin, haben wir gesucht. War nichts. Na dann. Dann ist das Nest ja gelüncht. Ausgebrannt. Bereinigt, beseitigt. Dann können wir jetzt zum Händler fahren, ganz getrost. Und das war ja, ja, lass mich raten, einmal zurück wieder, ne? Da ist der Trader, genau. Also unten rechts und dann geht's weiter. Jetzt ruckelt doch schon wieder, ey Leute. An den Autos halte ich mich jetzt nicht mehr auf. Wir sind voll beladen. Wir haben eine Schrotflinte gefunden. Das freut mich richtig, weil die ist auch gut. Die macht richtig Spaß. Die hatte ich damals gleich am Anfang. Habt ihr auch viel genutzt, habt ihr mitgekriegt. Außer an Polizeiautos vielleicht. Sollten wir da vielleicht nochmal anhalten. So, der Händler jetzt links, rechts rum. Und auf dem Weg kommt ja nochmal eine Bullenkarre. Da können wir ja nochmal halten. Macht er, ja. Euch kenne ich. Ihr tut immer nur so. Na komm, da gucken wir jetzt nochmal schnell. Ja, den Sprit. Ich habe ja sogar Platz für einmal Sprit noch. Aha. Da ist nichts weiter drin. Wenn wir schon dabei sind, gell. Nägel. Ah, scheiße. Das kriegen wir mal mit. Das deckt. Wie voll ist unser Tank noch? Ansonsten werde ich halt wieder zur Umweltsau. Das ist dann halt so. Ja, komm. Ach nee. Lass mal den Tank hier rausholen. Quatsch. Was mache ich denn im Kopf? Also manchmal ist... Ja, verstehe ich mich selber nicht. So, den Nägel können wir auch noch mitnehmen hier. Die stecken nämlich. Aber ja. Ob ich es verkaufe, weiß ich noch nicht. Da brauche ich es nicht selber klopfen, die Dinger. Mal gucken, ob nachher bei der Heimfahrt der Kanister noch hier rumschwört. Jetzt fahren wir erstmal zum Händler hoch. Das ist jetzt eine Strecke hier, aber ich hätte schon längst die Fahrzeuge weggetan. So, und jetzt bitte nicht wieder gegen den Zaun fahren. So, mein lieber Händler, jetzt sind wir auch mal am Tag da mit der Granate in der Hand. Da will ich jetzt noch nicht ran, wir bauen noch nicht an. Wir verklopfen jetzt erstmal, das ist glaube ich scheißegal, wo wir das machen. Verkaufen wir jetzt erstmal diese
Ja, diese Nestproben, komm. 15 Stück. Ja, wir haben fast 1000 Coins. Mann, so reich war ich noch nie in dem Spiel. So, diese Knifte hier können wir aufkaufen. Die brauche ich nicht. Habe ich genug zu Hause. Die Cola kann weg. Streichholz kann weg. Da fehlt mir auch so eine. Vielleicht geht das ja mit Shift gedrückt, Shift. Nee, geht nicht. Da kann ich nur shoppen. Mit Steuerung. Geht auch nicht. Ich muss es tatsächlich Track and Drop rüberziehen. Naja, dann machen wir das halt. Wir kriegen für die angesoffene Cola genauso viel Kohle wie für die volle. Das ist, ja, mach ich gern. Nimm nur gern entgegen. Da haben wir auch genug. Kann weg. Brit. Brauche ich jetzt auch nicht so viel. Ah, Moment. Für den Generator vielleicht später. Naja, komm, Streichholz kann weg. Wir behalten Feuerzeuge, aber kein Streichhölzer. Munition bleibt da. Das behalte ich auch. Die Schrauben kommen. Schraubennägel behalten wir, Mann. Da hat er wieder nicht richtig gesteckt, ne? Der Depp. Mann, so. Zack, zack. Scrap Metal nehme ich auch mit nach Hause. Die packt man nach oben, die wird nicht verkauft, die auch nicht. Obwohl, ich habe davon, glaube ich, noch eine daheim, die voll in Schuss ist. Ich weiß ja jetzt, dass man sie reparieren kann. Komm, weg damit. Katsching, hinfort. Das behalten wir auch. Das auch. Das auch. Und das auch. Was kaufen wir uns denn jetzt? Der hat ja hier ein Hunting Rifle, ne? Und ich meine, ich habe hier auch mal ein Gewehr mit Zielfernrohr gehabt. Ganz am Anfang, wo ich es noch nicht aufgenommen habe, das Spiel. Dann hat er eine Marilyn. Die sieht so ein bisschen aus wie eine M1 Grand. Die kostet 150. Was kostet denn das Jagdgewehr? Das kostet nur 50. Also scheint nicht so gut zu sein. Schrotflinte haben wir ja gefunden. Und wahrscheinlich ist das hier die Munition für dieses Gewehr. Oh, ich sehe ja gerade, ich könnte ja auch mal meine Knochenrüstung noch verkaufen und dafür eine ordentliche Rüstung kaufen. Das machen wir jetzt auch. Zack. Und gleich anziehen, bitte, mein Guter. Dann sind wir auch wieder auf Stand. So waren wir nämlich ganz am Ende des kaputten Let's Plays auch ausgestattet. Ja, Schrotmumpeln kann ich, glaube ich, selber bauen. Brauchen wir jetzt nicht kaufen und finden die auch. Aber ich glaube, wir probieren mal das Gewehr. Und das würde ich jetzt gerne mal sehen, was der für Mumpeln braucht. Wahrscheinlich diese hier. Das kostet 5 einmal. Ja, wir machen das mal. Wir finden die ja wieder. Ich will einfach nur wissen, ob das die Mumpeln dafür sind. Das steht nämlich nicht dabei. Doch hier, verbraucht 30-30 Munition. Ja, es ist genau die. Ja, komm. Oh, 3, 4, 5. Zack. Jetzt haben wir noch 670. Wir müssen das ein bisschen. Granate. Molotow-Cocktails brauchen wir jetzt auch nicht. Können wir selber herstellen, so wie die Nester jetzt dann wieder kommen. Das haben wir, eine MP5 haben wir auch. Die können wir selber reparieren. Wir können also quasi alles selbst herstellen mittlerweile. Das ist gut. Das heißt, hier sind wir durch bei ihm. Du warst. Eine Ranch, das stelle ich mir alles selber her. Wir investieren jetzt mal alles in Wissen. Komm schon. Zehn Bücher mal drei sind 30. Ja, irgendwie weit das stackt hier. 60 Knowledge Points. 90. Ja, bleiben wir mal bei 90 stehen. Das sollte reichen. Ich muss das ja auch erstmal lernen. Das mache ich aber jetzt nicht. Das mache ich dann, ja, wenn wir zu Hause sind vielleicht. Wir sind schon bei 20 Minuten. Hey, verdammt. Und dann werden wir definitiv in der nächsten Folge, werde ich mal versuchen, Elektrizität ins Haus zu bringen. Egal wie. Das wird schon gehen. Du bist hier die. Ah, du verkaufst mir vielleicht aber hilfreiche Sachen dafür. Hast du alles? Du hast Batterien? Nein, leider nicht. Kabel hat sie nicht gehabt. Hast du Kabel? Ja, das ist wieder nur das Werkzeug. Eine Machete. Oh, Machete interessiert mich halt auch, gell? Komm her mit. Das will ich wissen, wie die funktioniert. Die Spitzhacke, die Eisenspitzhacke, die bauen wir uns selber. Das machen wir daheim. Eine Wrench. Zum Motorrad reparieren. Kostet 25. Ach komm, kauf das Ding. Spitzhacke hatte ich gesagt, mach mal selbst. Also bauen wir die auch selbst. So, was haben wir denn hier noch? Komm mal hier eigentlich rein und kann dir was klauen bei denen? Ach, leider nicht. So, du hast ja hier nur Samen und so Kram. Aber dann hätten wir das halt auch. Wird man wieder Beete bauen, ne? Das ist der Dünger, den braucht's, glaube ich, für die. Moment, wie viel braucht's bei den Beeten für die Dünger? Platzierbar, zack. Beete, du brauchst einmal Dünger. Den Rest habe ich. Und dann brauchst du bloß noch die Verbrauchsmaterialien. Okay. Mit der Machete in der Hand verlange ich nach Dünger bei dir. Kaufen wir mal 5 Stück. Falls wir Beete bauen. Ja, jetzt haben wir noch 155 Coins. Was will denn? 10, 10, 10, 10. Also wir können von jedem eins kaufen dann. Das heißt aber, wir können immer nur eins herstellen, glaube ich. Wir kriegen das, was wir verbrauchen, auch nur raus.
Das finde ich ein bisschen schade. Müssen wir schauen, was wir dann vielleicht am Ofen oder so, wenn wir den hergestellt haben, damit machen können. Jetzt alles gut. Wir fahren jetzt zurück. Ja, vom Händler. Mit der Machete in der Hand. Das ist ein cooles Ding. Die Händlertour. Was mache ich denn für ein Samtding? Verdammt. Gibt's hier, kann man hier eigentlich hoch? Ja. Hey Kollege, was machst du hier? Ich kann dir bestimmt auch hauen, aber das lasse ich lieber sein. Das machen wir jetzt nicht. Dann machen wir mal einen Ausblick auf den Händler mit dem Moped. Ja, Händlerstuff. Daraus wird der Thumbnail erstellt. Das ist sehr klein und sehr bunt dann. Und das wird euch wahrscheinlich auf dem Handy überhaupt nicht tangieren. Ist mir egal. Aber ich will das so haben. Ja. Auf geht's. Wir fahren noch nach Hause. Vielleicht erlebt er dann noch schön einen Crash mit. Also ich versuche es zu vermeiden. Aber ihr wisst ja, wie ich fahre. In den letzten Folgen habt ihr das ja schön mitbekommen. So. Wie voll ist der Tank? Ja, das müsste reichen bis heim. Moment. Ja, einmal Sprit, den können wir noch verkaufen. Ah nee, Quatsch. Ich weiß nicht, was ich brauche für den Generator. Ich brauche bestimmt dafür Sprit, dass der läuft. Wir behalten das mal alles dabei jetzt hier. Komm, auf geht's nach Hause, zum Zelt. Na, dann haben wir ja erfolgreich ein Nest abgefackelt hier, ohne Gegenwehr. Und ey, glaubt's mir wirklich, in der Zeit, wo ich hier aufgebaut habe wieder für euch, dass ihr wieder dabei sein könnt, mit einem Spielstand, wie er eigentlich war, bevor das Spiel abgekackt ist. Da haben die mich angegriffen, alle. Komplett. Und dann habe ich angefangen, das Haus zu bauen und habe da Blöcke gesetzt, immer mehr. Ja, und vielleicht hat das Spiel damit einfach, der Kanister liegt übrigens noch, vielleicht hat das Spiel einfach damit ein Riesenproblem, wenn du deine Basis ausbaust, dass dann irgendwelche Spielzellen anfangen zu spinnen. Ist halt schon schade, ne? Weil ich war echt froh, ich habe... Komm, 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 ja, ich geh doch. Weil ich habe mich schon gefreut, ne? Endlich mit Challenge und weitermachen und die Zombies greifen uns an und wir müssen auch wirklich ein bisschen gegen die kämpfen und aufpassen, dass wir nicht auf den Sack kriegen. Aber jetzt ist es ja wieder so, dass sie wieder vor einem einfach abhauen. Das ist ja schade, ne? Es ist ja eigentlich so wie Cheaten. Hey, Wildsau. Greifst du mich jetzt an? Sollen wir die noch jagen? Ich habe doch noch Platz im Inventar. Ja, komm. Ein bisschen Fleisch wieder heim? Bleibst du auch wieder stehen, sag mal? Also vom Motorrad kann ich dich nicht abschießen. Bleib stehen. Und wie ich wieder abgelenkt bin. Soll ich die mal anfahren? Ich fahr die mal an. Ah nee, komm. Ich glaube, die wollte mich auch wieder angreifen. So, Moped. Bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Ich krieg dich, nein, um sich so schnell, 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 schnell. Bleib jetzt hier. Nein, oh Mann, du bist ja schneller als ich. Ich hab gedacht, ich krieg dich. Komm schon, der ran mit der Wildsau. Nein, die wird immer kleiner, die wird immer. Oh Mann, verdammt. Oh Mann. Jetzt wollte ich Essen mit nach Hause bringen. Wenn du mich auf Jagd schickst, den X-Ray auf Jagd schicken, das wird nix. Und vom Motorrad runterhauen, das geht nicht. Hab die hier noch gar nicht ausprobiert, siehst du? Ach, verflucht. Ja, haben wir Sprit umsonst versaut hier. So ist dann halt. Ah. Ab nach Hause. Scheiße. Nein, ich geh mal. Da unten dreht sich eine Wildsau, die können wir uns aber holen. Ja, der ist auch wieder im Wald gerannt. Weil die. Sag mal, ich habe doch jetzt hier eine Wildsau gesehen. Ich bin doch nicht bescheuert. Die hat sich doch im Kreis. Da unten ist sie doch. Doch, die holen wir uns jetzt mit dem Speer. Weil die kriegen wir auf jeden Fall. Weil die ist nämlich festgeglitscht hier. Das ist auch so ein Problem in dem Spiel noch ziemlich. So ziemlich. Oh, ich habe sie an der Ferse erwischt. Ich habe schon gedacht, ich habe wieder vorbeigeschmissen. Durch den Hinterhof. So, mein lieber Eber, es tut mir leid, aber ich brauche Fleisch. Wir hauten den Eber, dass wir noch ein bisschen Fleisch haben daheim. Weil den Platz hatte ich nämlich noch. Zack, und jetzt sind wir auch komplett voll. Wo ist mein Moped? Rotes Moped, da oben bist du. Ja, und jetzt ab nach Hause hier.
Dann waren wir eben heute auf Händlertour und haben mal geschaut, was die so uns anbieten und haben ein bisschen Kohle gemacht. Und vor allem bin ich auch wieder gut ausgerüstet jetzt. Das gefällt mir ganz gut. Falls denn, liebe Entwickler, bitte patche dieses Spiel so schnell es geht, dass ich auch wieder Angst haben muss vor den Zombies. Und ja, und vor allem mit diesen unterirdischen Höhlen. Da bin ich echt gespannt drauf. Wenn das kommt, so lange würde ich es ja schon gerne spielen. Wenn das aber ewig dauert, dann würde ich auch vielleicht dieses Let's Play pausieren. Und dafür ein anderes anfangen. Ich habe übrigens, ja gut, mal gucken. Ja, stellen wir uns daher. Wir sind daheim. Runterspringen, zack. Trautes Heim, ich bin da. Allein. Im trauten Heim. So, was haben wir denn jetzt alles hier wieder für ein Zeug? Ah, ich würde sagen, Leute, die Ausdotiererei, das brauchen wir nicht. Braucht ihr nicht jetzt nicht mit angucken. Wir gehen hinter, wir speichern das Spiel. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann versuchen werden, Elektrizität hier irgendwie reinzubringen, zumindest einen Generator vielleicht zu bauen. Was braucht denn der überhaupt? Nicht, dass ich jetzt hier exorbitant was vorhabe und dann in der nächsten Folge gleich Entwarnung gebe, dass das gar nicht, dass wir das nicht können. Das muss doch bei platzierbar gewesen sein, oder? Elektrizität, so. Da brauchen wir Aluminium, Kupfer, achtmal Aluminium, achtmal Kupfer, Kabel einmal und Elektroparts. Das können wir auf jeden Fall bauen, das kriegt man hin. Diesen Schrank, den Elektroverteiler, da brauchen wir auch nur Eisen, Kupfer, Kabel und zweimal Elektroparts. Jetzt habe ich diese scheiß Elektroparts immer weggeschmissen. Verdammt. Kann ich Elektroparts selber herstellen? Das gucken wir uns gleich nochmal an. Und die, das ist natürlich auch geil, weil da die werde ich mir aufs Dach zimmern. Deswegen brauchen wir allein schon hier irgendwie einen Ausgang zum Dach hoch. Und dann können wir vielleicht auch Lampen reinzaubern hier. Also, lasst uns mal gucken noch, ob wir Elektroparts bauen können an der Advanced Workbench. Das machen wir noch, dass ihr das auch wisst. Oh ja, verdammt. Das war aber jetzt knapp in meinem Kopf. Brauchen wir wieder Plastik dazu. Und Plastik, können wir Plastik herstellen? Geht das hier an der? Na, scheiße. Da, Plastik, so wie es aussieht, muss man tatsächlich finden. Also wenn das Plastik ausgeht, dann ist rum. Aber ich habe ja gesammelt. Also ich meine, ich habe hier echt Plastik gesammelt. Und gebunkert auch. Ah, da natürlich nicht. Ja, hier haben wir 27 mal drin. Mal gucken, wie weit das steckt. Ja, ich habe es gewusst, bis 30 nur. Das heißt, zwei drauf gehen noch. Und noch eins drauf. Nicht die Flasche. Obwohl, die können auch darüber. So, zack. Also 30 mal Plastik haben wir, 31 mal eigentlich. Ja, also wir können auf jeden Fall elektrisch anfangen in der nächsten Folge. In dem Sinne, gehen wir mal hier kurz noch ein bisschen baden. Juhu! Dirty Water trinken wollen wir nicht. Wir waschen uns am Ende der Folge. Ja, ach Mensch. Also die Geräusche, die dieses Spiel manchmal von sich gibt, ich krieg da echt Angst. Junge, Junge, was war das denn jetzt? Und das Moped hat auch immer ständig das Licht an, hä? Hm. Okay, ab zum Bett. So, dass ich mich auch sicher fühle hier, wenn ich die Folge beende. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, guckt mal aufs Fenster, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo für die nächste Folge, wo wir Elektrizität versuchen, in diese Hütte zu bringen. Zu zaubern, dass wir diese Dinger nicht mehr brauchen. Mal schauen, wie das wird. In dem Sinne, habt einen schönen Abend, ich bin raus, wie immer auf dem Kanal. Tschö mit Ö.